Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute geht es um drei Fehler, die jeder Fotograf gemacht hat und teilweise immer noch macht. Darum soll es heute gehen. Nach dem Intro gibt es mehr, also bleibt dran. Schön, dass ihr dran geblieben seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Mein Name ist Ingo Winkelmann, ich bin Fotograf, Fototrainer und Coach hier im Mundheim am Rhein. Da bin ich jetzt auch auf einem Acker, ganz in der Nähe von zu Hause. Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich sollte es ein Video werden, wo es um Frust ging. Und Frust ist eigentlich genau das, was ich im Moment wiederum gar nicht habe, weil endlich ist es mal schön. Es ist warm, ihr seht, ich habe keine dicke Jacke mehr an. Es wird Frühling, endlich. Aber jetzt komme ich zu dem Thema. Heute geht es mal um Fehler, die jeder Fotograf gemacht hat oder teilweise sogar immer noch macht. Und darum soll es gehen. Und einer der größten Fehler, und da muss ich leider sagen, da ertappe ich mich auch oft bei, ist, hebt nicht so viel Bilder auf. Viele Fotografen heben alles auf, gerade am Anfang, wenn sie anfangen zu fotografieren, was sie fotografieren. Ob es unscharf ist, ob der Bildaufbau stimmt, ob dies nicht stimmt, vollkommen egal, es wird alles aufgehoben. Dann kommt man aus dem Urlaub wieder und hat, sagen wir, 2 Wochen 3000 Bilder gemacht und alle 3000 Bilder wandern auf den Rechner und die Armen, die sich das angucken müssen. Das ist wirklich schade. So, und da kommt jetzt, wie gesagt, der erste Tipp: sortiert rigoros aus. Ich habe da ein ganz einfaches System. Ihr wisst, ich benutze Photomechanics. Ich werde das Video auch hier mal verlinken. Da habe ich mal ein Video zu gemacht, zu Photomechanics. Ein fantastisches Tool, um Bilder zu sortieren. Und zwar habe ich mir da ein ganz einfaches Prinzip angewöhnt, gerade für Urlaubsfotos. Alles das, was unscharf ist, fliegt partout raus. Braucht man nicht, ist uninteressant. Alles, was ohne Aussage ist, fliegt raus. Ganz rigoros, macht keinen Sinn, weg damit. So, und dann gibt es die Fotos, die Erinnerungsfotos sind. Erinnerungsfotos hebe ich mir sehr gerne auf. Die sind vielleicht nicht unbedingt die schönsten Bilder, aber ich hebe sie mir auf, weil es sind Erinnerungen. Erinnerungen sind immer schön, möchte ich behalten, bleiben also drin. Und dann gibt es die Fotos, die sind einfach schön. Die hebe ich mir nicht nur auf, sondern da investiere ich sogar noch richtig Zeit, sie zu bearbeiten. Und das sind vielleicht aus einem Urlaub noch 50, wenn überhaupt so viel. Also wirklich, das sind nur die Fotos, wo ich wirklich sage, wow, die behältst du, die sind schön. Und oftmals ist es auch so, dass ich nur diese Fotos überhaupt zeige. Vielleicht noch mit 2, 3 Erinnerungsfotos bei, aber ansonsten zeige ich anderen Leuten immer nur das, wo ich selber sage, wow. Von den 50 sind vielleicht 3 oder 4 wirklich nur mit wow, wow, wow. Der Rest ist okay und schön, aber wie gesagt, das sind dann die, die ich wirklich aufhebe. Den Rest, den hebe ich gar nicht auf, das macht gar keinen Sinn. Doch, ich hebe, wie gesagt, Erinnerungsfotos auf, aber alles andere kommt weg. Macht nicht den Fehler und hebt euch 3000 Fotos auf. Wer will sich die angucken? Die armen Leute, die da auf der Couch sitzen müssen. Vielleicht habt ihr auch ein schönes Bier dabei oder leckeren Wein, dann sieht man das vielleicht alles etwas lockerer. Aber ansonsten, um Gottes Willen, schmeißt sie weg. Es macht keinen Sinn. Nehmt euch die schönsten raus, hebt die auf, weil die guckt ihr euch auch selber an. Den Rest guckt ihr gar nicht mehr selber an. Der macht nur eure Festplatte voll und den Rechner langsam. Das war der erste Tipp. Wie gesagt, Photomechanics dazu nutzen, ist sicherlich ein guter Tipp.
Gibt es auch Bridge, könnt ihr auch für nehmen von Adobe. Ist auch kein Thema. Also gibt noch mehr als nur Photo Mechanics. Ich nehme Photo Mechanics. Ja, als nächsten Tipp, verändert die Perspektive beim Fotografieren. Die meisten Leute, und ich mache das jetzt mal vor, stellen sich so hin, nehmen die Kamera so und dann gucken sie, stellen scharf und machen das Foto so und so und dann ist es erledigt. Macht doch ein bisschen was anderes. Rennt doch mal durch die Gegend, kniet euch auf den Boden, legt euch hin, geht mal von da nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, nach da und ändert die Perspektive und bearbeitet dann oder sucht euch dann die raus, die wirklich schön sind. Ich weiß, es ist relativ schwer, wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist, das alles einzuhalten, aber manchmal ist ein kleiner Perspektivwechsel schon wirklich wichtig und bringt dem Foto viel mehr Leben. Es wird viel interessanter, es wird viel, viel schöner. Also wie gesagt, das kann ich euch empfehlen. Verändert die Perspektive, stellt euch nicht immer einfach nur so hin und drückt ab. Kniet euch mal hin und bewegt euch. Macht eine Menge aus. Und jetzt komme ich auch schon zu dem letzten Tipp. Und ich glaube, den habe ich schon so oft genannt und ich werde ihn immer wieder nennen. Ihr braucht nicht das absolut neueste, teuerste, hyper, super, duper Equipment. Nehmt einfach das, was ihr habt, werdet damit glücklich, wisst, wie ihr die Kamera zu bedienen habt, macht eure Fotos, bearbeitet die Fotos und freut euch dran. Und ganz ehrlich, wenn ihr keine Kamera dabei habt, dann geht es auch, weil fast alle, und jetzt hebe ich es mal aus meiner Tasche raus, haben das dabei, ein wunderbares Handy und auf dem Handy könnt ihr mit dem Handy könnt ihr wunderbare Fotos machen. Nehmt das Handy und benutzt es genauso, wie ihr eine Kamera benutzt oder wie alles andere auch. Es muss nicht immer das hyper, super, duper, neueste, teuerste Equipment sein. Ich bleibe jetzt mal bei Nikon. Es muss nicht die Z9 sein oder die Z6 oder die 7 oder die 5. Es gehen auch alte Digitalkameras, D5300, D7300, immer noch Kameras, die wunderbare Aufnahmen machen. Es muss also nicht immer das Neueste sein. Gilt genauso für Canon, eine A6000 macht immer noch tolle Fotos, auch wenn sie mittlerweile 8 Jahre alt ist. Die Fotos sind immer noch spitze. Also wie gesagt, es muss nicht immer das hyper super duper Equipment sein. Das war es auch schon für heute. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, es sind eigentlich keine Wahnsinnsideen oder sowas, sondern es sind wirklich nur 3 Sachen, die jeder Fotograf falsch gemacht hat und teilweise immer noch macht. Wenn es euch auch so gegangen ist, dann schreibt das doch mal unten rein. Und wann hat es bei euch Klick gemacht und ihr habt gesagt, Mensch, der Kerl hat recht, ja, habe ich vor x Jahren auch noch gemacht, aber dann ist das und das passiert, seitdem mache ich das nicht mehr. Schreibt das mal unten in die Kommentare rein, würde mich wirklich interessieren. Wenn es euch jetzt gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin jetzt mal ein paar Tage in Würzburg, gucke mir Würzburg an, mache da noch mal ein paar Fotos. Ja, schon so ein bisschen Urlaub, waren zwar erst Osterferien, wo ich auch Urlaub gemacht habe, aber jetzt sind wirklich mal so 3-4 Tage, wo ich mal weg bin und mal was ganz anderes mache, freue ich mich unheimlich drauf. Aber ich freue mich auch, wenn wir uns nächste Woche Mittwoch wiedersehen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, wie immer morgens um 7. Bis dahin, euer Ingo.